Hier gibt es einen Waschzuber. Ziemlich merkwürdig für so eine moderne Steampunk-Welt. Ich sag mal Steampunk. Ich glaube nicht ganz Steampunk. Wirklich eher. Weiß nicht, gibt es noch einen Unterbegriff dafür? Es ist irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich finde, es ist nicht Steampunk. Steampunk ist zu viktorianisch. Aber Cyberpunk oder so? Ist es nicht eher sowas? Ich weiß es nicht. Doch. Ich glaube, das könnte echt gut stimmen. Klingt zumindest wie etwas, was ich schon mal gehört habe und was das hier relativ gut beschreiben würde. So, das hier muss ihr Zimmer sein, denn wir sehen Sachen, die wir untersuchen können. Wir sehen hier Zeug auf dem Boden zum Untersuchen. Coyote lagert ihre Klamotten anscheinend in Kisten auf dem Boden. Mache ich auch immer. Hier ist ein Schreibtisch. Aha. Coyotes Computer ist uralt. Wahrscheinlich stammt er von irgendeinem Schrottplatz. Er hat nicht einmal eine Datenbuchse und der zerkratzte Bildschirm ist voll von Fingerabdrücken. Als du auf die Tastatur drückst, wechselt die staubverkrustete Lüftung sogleich auf Hochbetrieb, nur um auf dem Bildschirm das Wort Passwort Fragezeichen anzuzeigen. Ohne das richtige Passwort bleibt dir nur die Option Passwort wiederherstellen. Möchte mich erstmal weiter umschauen. Vielleicht finden wir ein Passwort irgendwo. Oder vielleicht ist es ja Chicago. Oder es gibt irgendeine Sicherheitsfrage dann bei Passwort wiederherstellen. Wir haben auf jeden Fall auf Coyotes Bett liegt ein Tagebuch, aus dem mehrere lose Blätter Papier ragen. Öffne das auf den ersten Tagebucheintrag. Zwischen den Seiten steckt eine Quittung. Es befindet sich ebenfalls ein Tagebucheintrag an dieser Stelle. Sieh dir die Quittung an. Es ist eine Quittung für eine Pistole der Marke Browning Max Power von Jin Parks unten in der Union. Mit einer handgeschriebenen Notiz, das große Knarren an schöne Frauen sie scharf machen. Lies den Tagebucheintrag. Als ich von meiner letzten Schicht nach Hause kam, fand ich vier von Pacos Kumpanen schlafend auf dem Boden unserer Wohnung vor. Langsam wird dieser Scheiß echt lächerlich. Ich will mit ihm zusammen... Ich will mit ihm zusammen sein, mit dem echten Paco, aber dieser Dreck mit den Cutters macht alles kaputt. Ich liebe ihn, aber in der Gang verhält er sich völlig anders. Aber nur so verdiene ich Geld, Baby, sagt er dann immer. Ich versuche ihm zu sagen, dass er das Geld nicht braucht. Mit meinem Gehalt von der Seamstress Union bringen wir uns beide über die Runden, aber geht trotzdem auf diese Runs. Wenn er Gänger ins Haus bringt, denke ich, will er nur sehen, wie weit er mich drängen kann, bis ich ihn rauswerfe. Ich versuche ja Geduld zu haben, aber muss es denn so weit gehen? Sobald der letzte Cutter aus der Tür war, bin ich ausgerastet. Ich habe ihm gesagt, wenn er jemals wieder so einen Dreck anstellt, kann er meinetwegen in der Gosse schlafen. Natürlich hat er gebettelt und gefleht und versprochen, es wird nie wieder passieren. Ich will mich damit nicht mehr befassen, aber ich will auch nicht, dass er geht. Er ist der Grund, warum ich es durch all diesen Dreck letztes Jahr geschafft habe. Warum ich meine Kellnerlizenz, diese Wohnung und dieses Leben bekommen habe. Ich weiß, dass er mich liebt. Und dass ich ihm wichtiger bin als diese Schnitter. Ich wünsche nur, ich könnte diese Gang aus unserem Leben schneiden. Sie und die Furcht, die sie mit sich bringt. Blätter zu einer anderen Stelle weiter. Zweites Blatt. Auf dem Zettel befindet sich ein handgeschriebenes Gedicht. Daneben steht ein Tagebucheintrag. Lies das Gedicht. Lass uns einfach sagen, dass ich Paco lieber mit Waffen und Motorrädern befassen und die Dichterei anderen überlassen sollte. In Ordnung, lies den Tagebucheintrag. Manchmal scheint es, als könnte Paco meine Gedanken lesen. Oder mein Tagebuch, wie ich es tue. Vielleicht tut er Letzteres. Würde mich nicht überraschen. Hi Paco! Seit letzter Woche hat er die Cutter kein einziges Mal erwähnt. Er verlässt die Wohnung mit einem fröhlichen "Ich sehe dich in ein paar Stunden, Babe!" Und wenn er zurückkommt, verliert er kein Wort darüber, wo er war. Ich weiß nicht, ob es uns wirklich helfen wird, das Thema einfach komplett zu ignorieren, aber ich fühle mich zumindest besser, seitdem wir uns nicht mehr dauernd darüber streiten müssen. Die letzten zwei Nächte bin ich nach Hause gekommen und habe Paco auf der Couch mit einem Buch vor der Nase gefunden, mit einem Buch vor der Nase vorgefunden. Was ich schon wieder für Vorurteile habe, dass ich das falsch lese. Ich stelle mir vor, wie er hochschreckt, wenn er hört, wie sich der Schlüssel im Schloss dreht und er sich schnell so strebsam wie möglich präsentiert, bevor ich die Tür aufgeschlossen habe. Er tut dann ganz überrascht, mich zu sehen. Ich liebe sein kleines Schauspiel. Andere Seite. Ich bin froh, dass ich das nicht alles übersetzen muss, by the way, auch wenn es so viele Flüchtigkeitsfehler hierin gibt. Zwischen den Seiten befindet sich eine Quittung und ein altes Foto. Ach, und kein Text. Okay, Foto.
Das Foto zeigt ein junges Mädchen mit hellbrauner Haut und dunkelbraunen Haaren. Um ihren Arm schlängelt sich eine große Schlange, doch das Mädchen lächelt breit. Auf die Hinterseite des Fotos ist das Wort Shadow geschrieben. Sieh dir die Quittung an. Es ist ein Nachnahmebeleg für eine Sonderbestellung. 5 Pfund Zebrafleisch von Maury's Meat Emporium. Der Laden befindet sich in der Nähe des Pike Place Market. Okay, andere Stelle. Viertes lose Blatt wäre das dann, und zwar... Ach so. Es ist eine Quittung für einen Wandtresor, der neben der Badezimmertür installiert wurde. Die Zahlenkombination lautet... Blatt Papier! Wo ist ein Blatt Papier? Hier ist ein Blatt Papier. Sogar ein ganzer Stapel Blatt Papier, ne? 3, 4, 2, 4, 3, 6. In Ordnung. Lege das Tagebuch zurück. Es gibt außerdem noch 2 weitere Sachen zum Anschauen. Ach ja, nee, ja, das ist der Wandtresor. Okay, aber erstmal Chicago. Ein eingerahmtes Bild der stilisierten Skyline Chicagos. Wow. Sehergabe. Hier liegen lauter Actionfilme und Zigarettenstummel. Okay, okay, dann zum Wandtresor. Hinter dem zerbrochenen Spiegel befindet sich ein kleiner Safe. Ja gut, natürlich muss ich es nicht aufschreiben. Der Safe gibt ein fröhliches Piepen von sich und die Tür öffnet sich. Klingt wahrscheinlich wie R2-D2. Piep, 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 piep. Ja, und drinnen ist ein Gegenstand, eine Splittergranate. Ich dachte, jetzt irgendwas Story-Relevantes. Okay, dann also, ja, ich kann leider nicht so tun, als kenne ich das Passwort. Also ich dachte, ich könnte es probieren, so ja, Chicago oder Paco oder... Nee, wähle Passwort wiederherstellen aus. Bitte beantworten Sie 3 Sicherheitsfragen, um das Passwort zurückzusetzen. Erste Frage, wie hieß Ihr erstes Haustier? Ah, okay, ja gut, das ist auch in Ordnung. Wie ich gedacht habe, Sicherheitsfragen. Shadow wird wahrscheinlich die Schlange sein auf dem Bild. Antwort gespeichert. Wie heißt Ihre Lieblingsband? Oh Gott... Das wurde jetzt aber auch nirgendwo erwähnt. Concrete Dreams, Maria, Mercurial, The Elementals, Shield Wall, Starfire, The Shadows. Ich glaube, The Shadows wäre ein bisschen... Glaube ich nicht, weil es wäre genau das gleiche nochmal einfach. Vielleicht ist es ja genau deswegen, dass vielleicht alles Schatten... Hat alles was mit Schatten zu tun. Vielleicht ist die dritte Frage ja... Was sieht man auf dem Boden, wenn eine Lichtquelle auf einen scheint? Ich weiß aber nicht, gab es hier... Verlasse den Computer. Gab es hier irgendwo noch was weiteres? Lieblingsband, Lieblingsband, Lieblingsband. Actionfilme und Zigarettenstimmen. Hat sie vielleicht ein T-Shirt von einer Band? Nee. Tagebuch haben wir jetzt ja wirklich alles durchgeschaut. Ich habe halt Angst, was passiert, wenn ich, ne, wenn es nicht funktioniert. Ich speichere mal. Ich finde außerdem gut, wie Save Game, also die Aufforderung, Spiel speichern, als Save Game, Spielstand, übersetzt wurde. Es gibt mir so viel Vertrauen in dieses Übersetzer-Team. Achso, Computer war es, ja. Genau, Computer. Zum Ordinateur. Und da hatten wir Shadow, es ist Haustier. Die Band, The Shadows. Heimatstadt, Chicago, das ist einfach. Antwort gespeichert. Waren nicht korrekt, aber ich kann nochmal wiederherstellen. Okay, Shadow, Starfire, Chicago. Ihr Passwort wurde auf NQPABDST zurückgesetzt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihr Passwort nie aufschreiben. Okay, aber woher weiß ich Starfire? Ich meine, das habe ich jetzt einfach mal geraten. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis darauf? Ich finde ja mal nicht. Oder hätte man das vielleicht, wenn man mit jemandem geredet hätte, herausgefunden? Der Computer hat eine Auswahl an Standardanwendungen zu bieten. Kalender. Vor 3 Tagen. Treffen mit Delilah wegen dem Job. Heute. Treffen mit Paco am Pike Place Market. Fällig in 30 Minuten. Interessant. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir hin müssen als nächstes. Kontakte. In Coyotes Kontaktdaten befindet sich genau ein Eintrag. Ihr Mann namens Paco. Der Eintrag ist weder mit einer Comlink-Nummer noch mit anderen Kontaktdaten versehen. Diese Kontaktliste scheint nicht sehr nützlich zu sein. Ja. Zugriffsprotokoll.
Ein kurzer Scan ihrer letzten Suchanfragen ergibt, dass Coyote eine Menge über Höllenhunde gelesen hat, außerdem eine Menge Analpornos. Zudem scheint sie sich sehr für alte Actionfiguren zu interessieren. Okay, verlasse den Computer. Sprich mit Mrs. Kubota. Hier kommen wir leider jetzt überhaupt nicht rein. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht irgendwo ein Passwort noch bekommen, das wir hier eingeben können. Oder Zugangsdaten. Aber nö. So. War der hier vorhin schon da? Reden wir mit ihr. Wie kann ich dir helfen? Kennen Sie Paco? Er ist ein Gänger, ein Mitglied der Cutters. Er ist eigentlich ein guter Junge, der sich die falschen Freunde ausgesucht hat. Ich habe Coyote gewarnt, sich mit dieser Art Leute nicht zu sehr anzufreunden. Die leben meistens nicht lang. Sag ihnen Morris Meat Imperium irgendwas. Ihr Gesicht verzieht sich voller Ekel. Nein, ich bin Vegetarierin. Wussten Sie, dass Jin Parks Coyote vor kurzem eine Waffe verkauft hat? Ich wäre eher überrascht, wenn sie das nicht getan hätte. Die Türsteher können sich um die meisten Störenfriede kümmern, aber dagegen braucht man schon eine Waffe, wenn man nur den Müll rausbringt. Coyote trifft sich in der nächsten halben Stunde mit Paco am Pike Place Market. Wenn du dir das mal ansehen würdest, würde mir das vielleicht zu innerem Frieden verhelfen. Ich rufe dir ein Taxi, damit solltest du es rechtzeitig schaffen. Gambate Kudasai, viel Glück. Okay. In Ordnung, wir haben ein neues Ziel, einen neuen Zielpunkt. Hier hat sich in der Zwischenzeit nichts Neues getan. Ach so, wir wollten ja noch mit Mädel hier reden, mit Cherry Bomb. Löchen. Im Grunde wissen wir jetzt schon eine Menge, aber ich mach's trotzdem mal. Der Typ hat Coyote erwähnt. Ist sie hier? Sie sieht besorgt aus. Nein, ich glaube, sie ist geschäftlich unterwegs. Geschäftlich, was? Ist sie eine Schamanin? Bei einem Namen wie Coyote? Sie lacht. Nein. Sie hat einmal einen Kojoten erschossen, weil sie dachte, es wäre ein Schamane, der sie hintergangen hat. Seit diesem Tag haben wir sie alle Coyote genannt. Ihre Miene verdüstert sich. Sie wird schon seit ein paar Tagen vermisst. Manche sagen, der Ripper hat sie geholt. Aber ich kenne sie. Coyote kann auf sich selbst aufpassen. Mit wem? Also erzählen wir was über diesen Laden. Schon mal den Namen Sam Watts gehört. Sie nickt. Sam war ein Stammgast, schon seitdem ich hier arbeite. Und eine echte Nervensäge. Hat groß rumgetönt, war aber immer pleite. Wenn er auch nur ein bisschen Geld hatte, ging das gleich in den Schädel. Chips, Drogen und Alk. Coyote hatte aber eine Schwäche für ihn. Hast du Sam an dem Abend gesehen, an dem er gestorben ist? Nein, das war Coyotes Schicht. Okay, die anderen Sachen können wir uns, glaube ich, sparen. Wir können rausgehen. Gott, sieht diese, wie heißt das Wort? Uniform. Kacke aus. Oh ja, und? Moment. Ah, Vote Wunkelzahn, 2056. Ein vertrauenserweckender Politiker. Ein Politiker, dem man seine Stimme geben will. Immer noch besser als Donald Trump. Pike Place Market. Du rufst dir ein Taxi von Touristville zum Pike Place Market und genießt eine ruhige Fahrt, die dich von du wirst vermutlich gleich ausgeraubt nach du musst vermutlich zu viel für deine Getränke bezahlen bringt. Im Vergleich zur urbanen Einöde der Barons ist der Downtown-Bezirk geradezu geschmückt mit modernen Gebäuden, beleuchteten Straßen und offenen Geschäften. Alles gedeiht im Schatten massiver Konzernarkologien. Für viele sind diese Arkologien ein Heim. Für andere sind sie gewaltige Monumente, die aufzeigen, wo die Entwicklung der Welt fehlgeschlagen ist. Im frühen 20. Jahrhundert war der Pike Place Market bekannt für seine Fischhändler. Jetzt ist er ein Markt für alles Mögliche, legal und illegal. Ein Schmelzkessel der Wohlhabenden und der Habenichtse. Obwohl die meisten Läden bereits geschlossen sind, wirst du von den Anblicken, Geräuschen und Gerüchen des Markts geradezu überwältigt, sobald du aus dem Taxi steigst. Spiel wurde automatisch gespeichert. Okay, finde Coyotes von Paco. Na, das sieht ja mega einladend aus. Ich finde, aus irgendeinem Grund hatte sie gerade alles so ein bisschen was von einer Sekte. Wahrscheinlich werden wir auch noch Zeug mit der Sekte irgendwie... Ach ja, natürlich.
Natürlich werden wir Zeug mit einer Sekte haben, weil Universal Brotherhood, da ist die universelle Bruderschaft. Build a better tomorrow. Tritt uns bei, tritt uns bei. Und das ist der Patrick. Natürlich, wir schauen uns noch um. Okay, hier ist nichts, aber es ist ein Baukran. Hier ist ein Rikscha, hier sind Leute. Ich rede noch nicht mit ihm. Ich finde es hier jetzt da noch nicht ganz so geil. Muss ich sagen, von wegen. Oh, wie schön. Recycelte Blumen zu verkaufen. Bitte was? Sind es wieder zurückgegebene Valentinstagsgeschenke? Naja, nee, ich rede mal doch mit dem Typen hier, weil reden wir mit ihm. Hallo? Der gut aussehende junge Mann, naja, wendet sich von der Menge ab und schenkt dir seine volle Aufmerksamkeit. Du bist ja ein wunderschöner Zwerg, aber du könntest so viel mehr sein. Flirte da mit mir. Was verkaufst du? Das klingt toll, erzähl mir mehr. Aha, ich gehe dann mal weiter. Was verkaufst du? Ich verkaufe gar nichts. Wir schenken dir das Geheimnis zu einem volleren, glücklicheren und produktiveren Leben. Okay, ich probiere es. Was ist das Geheimnis? Ich probiere es mal. Ich möchte wissen, was es sagt. Der erste Schritt ist, einfach vorbeizukommen und zuzuhören. Morgen Abend wird Lynn Telestrian über den Wert der Familie in der sechsten Welt sprechen. Bitte komm doch vorbei und ach so, der Wert der Familie. Ach so, das ist ein allgemeines Ding. Ich dachte, es ging da wirklich um eine Familie, die in der sechsten Welt lebt, über die sprechen will. Okay. Ja. Bitte komm doch vorbei und das Geheimnis zu einem besseren Leben wird dir offenbart werden. Er lächelt und dreht sich wieder der Menge zu. Aha. Ja. Sehr gut. Nein. Ich kaufe lieber recycelte Blumen. Sinnsaft zu verkaufen. Heute erst gefärbt. Bitte, was hast du mit dem Saft gemacht? Ist ja ekelhaft. Ich meine, ich will mehr haben. Was? Achso, ich kann raussuchen. Public Market Center, geil. Hier ist... Hey, hast du irgendwo meine Freundin gesehen? Ziemlich groß, Dreadlocks. Mit ihm reden wir nachher, weil ich glaube, das wird wahrscheinlich die Story vorantreiben. Und will mich erstmal noch umschauen. Mhm. Always Watching, Judy's Café... Parts. Hier ist jemand, der... Hier gibt's Hund am Stock. Lecker. Mein Lieblingsessen. Ach, hier ist das Meat Emporium. Okay. Hat auch noch offen. Und hier gibt... Oh. Na. Das war ja irgendwie zu erwarten, sag ich mal. In Ordnung, reden wir mal mit der Kommissarin. Oder gibt's hier noch was? Der Ripper hat ihr die Augen ausgerissen. Oh nein. Gibt's hier noch was? Es geht hier mega weit. Bin ich froh, dass hier keine Trolle unterwegs sind, Rassist. Es geht hier extrem weiter. Bitte was? Oh mein Gott, so viele... Als ich mich heute nach Fonts für das Let's Play umgeschaut habe, habe ich genau den hier gefunden. Geil. Okay, reden wir mal mit den Leuten. Hier ist Frank. Ist nicht wahr. Die blinde Lucy? Vor dir steht ein Ork im Standardoutfit eines Staffershack-Angestellten. Die Uniform ist in gutem Zustand und sitzt wie angegossen. Doch die Tränen, die sein großes, schiefes Gesicht herunterlaufen, sind nicht gerade förderlich für seine Erscheinung. Er scheint dich nicht bemerkt zu haben. Ach so, Lucy. Ach, vielleicht ist das aber Coyotes echter Name. Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass du das auch verkanntest. Was soll denn das Geflänne? Nee. Hey, Kollege, alles in Ordnung? Nein, der Ork holt tief Luft, bevor dich anblickt. Das ist meine Freundin da drüben auf dem Asphalt. Die blinde Lucy. Wir haben jahrelang zusammengearbeitet und jetzt, ja... Jetzt hat der Ripper sie erwischt. Oh, puh, also nicht Coyote, weil die war ja nicht blind und sie hat nicht bei Staffershack gearbeitet. Die blinde Lucy? Ist ja. Jetzt fragen wir erstmal blinde Lucy. Hatte sie Feinde? Nee. Naja, Lucy war nicht völlig blind. Aber von Amts wegen galt sie als blind. Sie musste diese riesige Brille tragen und alles direkt vor ihr Gesicht halten. Aber vor einem Jahr hat sie neue Augen gekriegt. Ich kannte auch einen anderen Menschen, der mal neue Augen bekommen hat. Er hieß Harvey. Irgendeine Ahnung, wie sie an den neuen Augen gelangt ist. Sieh mal einer an. War nicht so gemeint?
Der Ork schaut dich scharf an und gibt dann ein trauriges Lachen vor sich. Lucy liebte schlechte Wortwitze. Der da war sogar einer ihrer Lieblingswitze. Schätze mal, du verstehst, warum. Och, das ist jetzt sogar irgendwie süß. Es tut mir irgendwie echt leid, dass ich das gesagt habe. Naja, irgendeine Ahnung, wie sie an die neuen Augen gelangt ist. Ja, ein Mann namens Dr. Marcel. Nee, Nein, sie hat nicht viel davon gesprochen. Sie hat es nur ihren Glückstreffer genannt. Aber jetzt hat sich ihr Glück wohl verbraucht. Mhm. Wann hast du es zum letzten... Oh, so viele Fragen wieder. Ich dachte hier, das wäre irgendeine kleine Mini-Side-Quest oder so. So viel Text. Ist irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Ich sehe jeden Tag merkwürdiges Zeug. Ist immerhin ein Staffelscheck, aber nein. Nichts, was seltsamer war als sonst. Hatte sie Feinde? Naja, ich weiß nicht. Nachdem sie ihren neuen Augen gekriegt hat, hat sie sich von ihrem Freund getrennt. War echt ungemütlich. Er war echt sauer und wollte Lucy nicht in Ruhe lassen, bis sie ihm eine einstweilige Verfügung vor den Latz geknallt hat. Aber das ist alles schon eine Weile her und ich habe nichts mehr darüber gehört. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Heute, hier am Laden. Sie wollte sich am Markt mit einer Freundin treffen. Ach, verdammt, ich wollte mich sogar mit ihr auf den Heimweg machen. Aber dann sind kurz vor Schluss noch Kunden gekommen. Das ist alles, mein herzliches Beileid. Moment, du bist nicht zufälligerweise in die Ermittlungen verwickelt, oder? Ich bin nur ein besorgter Bürger. Natürlich bin ich ein besorgter Bürger. Ich finde es furchtbar, was für Trolle hier rumlaufen. Auf meine eigene Art. Warum fragst du? Naja, Lucy hatte diese Kette mit einer sehr detaillierten kleinen Libelle dran. Sie hat sie jeden Tag getragen, meinte, ihre Mutter hätte sie ihr geschenkt, als sie Denver verlassen hat. Jedenfalls, du weißt ja, wie Lone Star ist. All ihr Zeug wird eingetütet und weggesperrt, bis die siebte Welt erwacht. Ich dachte, wenn du die Kette irgendwie zurückholen könntest, bevor Lone Star alles wegräumt, ich könnte sie ihrer Familie schicken. So viel schulde ich ihr irgendwie. Es ist kein Kavaliersdelikt, was ist aber für mich drin, ne? Wir denken natürlich nur an uns selbst. Nee, ich bringe sie natürlich zurück. Es rührt mich so sehr. Vielleicht gibt er mir auch trotzdem Geld. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja. Okay.